Servus meine lieben Freunde der schlechten Unterhaltung, willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Pflanzen vs. Zombies. Ich bin euer Karriere Supreme. Im letzten Part haben wir erfolgreich das Spiel, also mehr oder weniger erfolgreich, das war ja eigentlich hart an der Grenze, das Minispiel geisterhaft hinter uns gebracht, was sehr anstrengend, aber saugut war. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Was hat 5 Zacken und lebt auf dem Meeresgrund? Richtig, SpongeBob. Nein, Patrick, ich sehe, Sternchen ist unser nächstes Minispiel und ich hoffe, dass nicht wir die Sternchen sehen. Oh, deutsche Sprache ist wieder allmächtig mit mir total, sondern unsere Gegner. Aber ich möchte jetzt nicht großartig viel darüber diskutieren. Wir machen das nächste Minispiel, ich sehe Sternchen, und zwar genau jetzt. So, da haben wir unsere ganzen Freunde hier und ihr seht schon, wir haben, ihr habt schon die Sterne vorneweg gesehen, die Formation. So, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Formation mit Sternen gefüllt wird. Und ich persönlich gehe jetzt einfach nur volle Kanne auf defensive Zerstörung. Und zwar nehme ich dazu, was ich ja eben gemacht habe, unsere Sonnenblume. Unseren, da müssen wir mit Eimer-Zombies nur zu tun haben, mit normalen Zombies, Pylonen-Zombies und Eimer-Zombies, werde ich jetzt Richtung Defensive gehen. Das heißt, Sonnenblumen, unsere Hochwanders auf alle Fälle. Ich mache jetzt mal keine Richtung, wie ich sie hier oben stellen würde. Unser Sternfrucht ist sowieso dabei. Dann nehme ich noch am besten unsere normale Erbsenkanonen und unsere Duplinator nehme ich mit rein. Was ich schon auch noch mitnehme, sind unsere Kürbis und natürlich unser Zunderholz. Und ja, was können wir noch nehmen? Wir nehmen mal unsere Doppelsonnenblumen mal mit, falls es nötig wird. Und unser Melona-Pult. Wir gehen voll auf Zerstörung jetzt. Defensive Zerstörung, weil Verteidigung ist der beste Angriff. Nein, andersherum, Angriff ist der beste Verteidigung. Dementsprechend Feuer frei. So, und die Sternformation müssen wir natürlich erfüllen. Das heißt, wir können zwar auf diese Pflanzen bauen, machen wir auch auf diese Felder, aber wir müssen den Stern mit Sternfrüchten füllen. Das ist natürlich nicht problematisch, aber wir werden mal sehen, was die Zombies sich so einfallen lassen. Kann ja nur voll auf die Eisen gehen jetzt. So, da kommt unser erster fleischfressender Kamerad, der gerne unser schmackhaftes hören möchte. Ah, fuck, stimmt, wir können ja nur Sternfrüchte sammeln. Das ist schlecht. Okay. Ich dachte jetzt wirklich, wir können auch einfach so Sternfrüchte irgendwas hinpflanzen, aber wir müssen Sternfrüchte platzieren. Gut. Da Sternfrüchte ja in alle 5 Richtungen schießen, zwar unklatschmäßig, aber sie schießen drauf. Würde ich mal behaupten, wir setzen unsere Sternfrüchte jetzt vorrangig und tun vorne die zweite Reihe mit Hochwalnüssen sichern. So, das heißt, wenn ich genug Sonnen habe, geht's ans Eingemachte. Und wir fangen da von links nach rechts an mit den Sternfrüchten. Okay. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir hier abgesichert bleiben. Ich denke mal, die Erbsenkanone in der Mitte ist gut. Da werden wir auch später noch einen Duplinatorenklatsch hinsetzen. Oder wir hauen jetzt einfach alles mit Sonnenblumen voll, was geht. Oder nicht. Okay, ist saudumme Idee eigentlich. Perfekt. So, jetzt geht's an die Sterne. Ich brauche jetzt nur noch... Genau. Fangen wir mal das Erste. Oh, das riffelt sogar da oben. Das ist nice. Sehr gut. Also das Minispiel ist jetzt nicht gerade schwer, wie ihr gerade wahrscheinlich merkt. Man muss halt nur ein bisschen strategisch jetzt vorangehen. Aber ich liebe solche Sachen, weil da muss man wirklich von seinen bisherigen Konzepten halt immer abgehen und muss wirklich gucken, dass man eine neue Strategie fährt. Das finde ich halt nice. So, da jetzt noch eine Sternfrucht. Genau. Und eine Doppelsonnenblume. Können wir eventuell, falls eng wird, die Sonnenblume hier wegmachen. Zack. Jawoll. Weil der Eimer-Zombie, der, auf den habe ich es abgesehen. Auf den warte ich ja eigentlich nur. Theoretisch hätte ich aber eine Kaffeebohne mitnehmen können, gell? Aber gut, die Kaffeebohne ist jetzt nicht gerade das, was ich super nenne. Perfekt.
Perfekt. So, und der nächste Stern. So, dann fangen wir mal an, die Hochwallnüsse mal hier hinzusetzen. Nur für den Fall, dass ich nicht böse überrascht werde. Perfekt. Und zack. So, Doppelsonnenblumen. Was ein Glück habe ich mir die damals zuerst geholt, als wir bei der BDF den Laden aufmachen konnten. So, jetzt tut's weh. Jetzt schießen die, jetzt ballen die wirklich auf alles, was da kommt. Das ist der Wahnsinn. Nein, nicht meine Walnuss. Fress den Kürbis, der ist gesund. Die Nuss auch, aber der Kürbis ist auch gesund. So. Zack. Perfekt. Oh, immer mal die Kohle einsammeln. Ich vergesse es aber zu mal. Perfekto. Können wir da schon mal den nächsten Stern platzieren. Und da eine Doppelsonnenblume. Dann können wir die hier wegmachen. Hm, na klasse. Und genau in der Mitte kommt der natürlich, ne? Ah, verdammt. Aber die Sternfrüchte, die knallen da einfach eiskalt rein, ey. Wahnsinn. So, Duplinator, du bist meine Rettung. Genau. Schade, dass ich keine MG-Erbse habe. Das steht bestimmt geil aus, wenn da hier einfach so ein Soldat stehen würde. So, und der nächste Stern. Und gleich noch den nächsten hinten drauf. Na komm. Hm, fuck. Steht ein bisschen dämlich. Weil ich will ungern, dass die unsere Sterne fressen. Zack, jawohl. Ich glaube, da setzen wir noch eine Erbsenkanone rein. Ein bisschen mehr Schlagkraft tut wahrscheinlich ganz gut. Gar nicht verkehrt. So, perfekt. Doppelsonnenblumen stehen in einer Reihe, nice. Sorry, dass es ab und zu mal nicht steht, aber der Bildschirm verschiebt sich ab und zu mal, weil ich stumm bin. Und der nächste Stern. Setzen wir da hin. Das ist natürlich blöd, weil der sich wirklich durch die Mitte fräst, gell? Ah, geschafft. Wunderbar. Trotzdem würde ich ganz gerne jetzt mal eine Hochwallnuss davor setzen. Weil das ist mir zu gefährlich, wenn ich da jetzt gepflanzt habe. Die kommen mir ziemlich nah dran. Ich habe nämlich keinen Bock, die Dauer auf 0 zu ersetzen. Ups. Ah, verdammt. Okay, sorry, Leute. Da wusste ich gerade eben nicht, wo meine Maus ist. Aber was soll's. Einen haben wir noch, Leute, und wir haben es geschafft. Dann haben wir das Minispiel Ich sehe Sternchen erfolgreich abgeschlossen. So, perfekto, amigo. Und das war's. So, Ich sehe Sternchen fertig. Perfekt, ich habe fertig. So, und der nächste Pokal gehört damit in unserem Repertoire. Reicht aber noch nicht für die Katzenschwänze. Die werde ich aber, die will ich aber haben. Die Katzenschwänze sind einfach nur geil. So. Ein neues Minispiel auch noch freigeschaltet, wie die ganze Zeit auch. Problem groß. Zombie klein. Kennen wir aus der Hauptstory. Dieses Minispiel, wo man gegen diese kleinen Zombies antreten musste, die aber schweineschnell waren und auch total nervig. Dafür aber nur die Hälfte der Energie haben. So. Ist jetzt aber nicht schlimm. Als nächstes Minispiel, Nachricht sich Sternchen, haben wir Zombiequarium. Ein recht spezielles Minispiel, wo es diesmal darum geht, die Zombies zu füttern mit Hirnen. Ob das jetzt allerdings der Tatsache entspricht, ob ihr mir glaubt oder nicht, das sehen wir im nächsten Minispiel, im nächsten Part. So, in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich, euer Kedia Supreme verabschiedet sich bis zum nächsten Part Pflanzen vs. Zombies. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder wenn ihr mich richtig unterstützen wolltet, ein Abo. Alles gerne gesehen, ist natürlich kein Muss, kein Zwang, um Gottes Willen, ist jedem seine eigene Entscheidung. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Part von Let's Play Vegane gegen Gammelfleisch. Und damit sage ich nur noch, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Part. Und ciao. Ciao.